du bist jetzt hier, du hast jetzt gerade einmal die Chance, du hattest die ganze Zeit den Traum, das zu machen. Und du stehst jetzt davor und hast zwar mega Schiss, aber du musst deine Angst jetzt überwinden. Du musst diese Angst, die dort besteht, überwinden und du musst da rangehen. Das ist gerade deine Mission. Ich steige aus dem Auto, sehe die Rampe vor mir und denke nur, was hast du dir da angetan? Scheiße! Ich hatte schon richtig Schiss, als ich das gesehen habe. Vorher hatte ich mir das deutlich einfacher vorgestellt. Dafür bin ich da ganz easy rangegangen. Erstmal klein anfangen. Also erstmal unten immer nur den kleineren Teil gefahren, die Quarter erstmal nur bis zum Viertel, dann zur Hälfte die Quarter hochgefahren, dann so schon ein bisschen oben so lang. Ja, bis ich dann irgendwann das Selbstvertrauen entwickelt hatte und gemerkt habe, boah, das kannst du so, wie du dir das vorgestellt hast. Das funktioniert. Und du musst jetzt nur dranbleiben. Du musst weitermachen und dich konzentrieren und deine ganze Energie reinstecken. Und dann habe ich es geschafft. Dann bin ich da runtergekommen, bin rausgefahren und dachte nur so, nee, ich hab das wirklich gerade geschafft. Ich hatte, da schießt dann das Adrenalin durch deinen Körper und die Freude kommt hoch und du denkst, boah, Hammer, ich habe es geschafft, meine Ängste zu überwinden, ich habe es geschafft, mein eigenes Level weiterzuentwickeln. Ich habe es geschafft, vorwärts zu kommen. Das ist eine tolle Freude, die man dann da mitnimmt. Mein Name ist Julius Dittmann. Ich bin Skateboarder, Unternehmer und Familienvater. Das erste Mal, dein Kind in den Arm zu halten, ist ziemlich abgefahren. Ich konnte das gar nicht so richtig glauben, so, ja, okay. Und andersrum war da eine mega Freude und einfach nur so, wow, es ist passiert, wie krass. Und beim zweiten Kind war das genauso. Auf einmal Eltern zu sein, hat sehr viel geändert. Für mich kam ein weiterer wichtiger Wert ins Leben rein. Und für mich wurde verständlicher, warum wir überhaupt leben. Was ist unsere Aufgabe? Warum sind wir auf diesem Planeten? Und wichtig ist, welche Aufgabe habe ich als einzelne Person? Und für mich war einer der Dinge, als ich Vater wurde, die Erkenntnis, es geht unter anderem darum, dass du Nachwuchs in die Welt bringst und dass wir die Menschheit weiterbringen und dass ich einem anderen Menschen und Wesen dabei helfe, sich zu entwickeln. Münster ist eine spießig romantische Stadt. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und werde hier alt. Viele der alten, verschlafenen Gebäude wurden nach dem Krieg wieder feinsäuberlich aufgebaut. Und so hat die Stadt ihren Charme über die ganzen Jahre mitgenommen. Mein Vater hat während seines Sportstudiums das Thema Skateboarding für sich entdeckt. Er hat hier in Münster auf einem Hügel das gesehen und war sofort fasziniert davon. Und ist ab nach USA geflogen und hat die ersten Boards nach Deutschland gebracht. Titus ist einer der führenden europäischen Skatejobs. Bereits seit 1978 ist unsere Mission, Skateboarding in Europa vorwärts zu bringen und für Skateboarding in Europa einzustehen. Seit mittlerweile 2010 bin ich dort in der Geschäftsführung und arbeite mit unglaublich guten Teams bei uns zusammen. Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiter. Das Engagement, das sie reinbringen, die Liebe, die sie mit in die Arbeit bringen, das ist einer der Gründe, warum wir eine sehr familiäre und offene Firmenkultur haben. Wir versuchen bei Titus die Hierarchien möglichst flach zu halten, damit jeder
die Möglichkeit hat, unsere Geschichte als Titus mitzuschreiben und seine Themen dort mit einzubringen. Ich schätze es total, wenn ich mit den Menschen bei uns zusammenarbeite und dort auch Diskussionen aufkommen. Wenn ich zum Beispiel eine Idee habe und sage, oh, wollen wir das nicht so und so machen? Und wenn jemand bei uns eine andere Meinung hat, dann auch wirklich die Kraft zu haben, zu sagen, ey, wollen wir es nicht lieber doch anders machen und diese Diskussion zu suchen, das schätze ich total. Weil nur durch solche Diskussionen und durch so Gespräche schaffen wir es, eine gemeinsame Ebene zu schaffen, um auch gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Zur Eröffnung von dem Bowl hier haben wir ein Event gemacht, der hieß DIY Riot. Alles sehr Freestyle, haben einfach nur Leute eingeladen, gab Getränke ohne Ende, ein bisschen Stuff zu gewinnen. Und unser Ziel war, eine gute Zeit zu haben, zu skaten und das zu zelebrieren. Über die Jahre ist der DIY Riot an jedes Jahr größer geworden und größer geworden. Es hat immer mehr Menschen begeistert und ist immer wilder geworden. Mich macht es total glücklich, wenn ich sehe, dass andere Menschen ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Wenn die zum Beispiel bei uns beim DIY Riot hier am Start sind, eine gute Zeit haben, entweder beim Skaten das genießen oder zuschauen und einfach dieses Feuer, was dort entflammt in so einer Gemeinschaft, das Knistern, was in der Luft liegt, das, man kann fast schon die Stimmung anfassen, so intensiv ist es dort. Alle sind mit Leidenschaft dabei. Einer der Seiten-Events, die wir beim DIY Riot seit ein paar Jahren machen, ist immer der Barrel Jump. Das ist ein Bierfass-Weitsprung. Da werden die Fässer aufgereiht und jedes Mal, wenn alle Fahrer über die Fässer gesprungen sind, kommt ein Fass dazu. Ja, dieses Jahr ist Alex zum Beispiel 12 Fässer gesprungen und es hat kein anderer gemacht und geschafft. Damit hatte er den Event eigentlich schon gewonnen. Aber was war, nachdem er diese 12 Fässer gesprungen ist? Da ging seine Finger hoch und er sagte, zwei mehr. Weil letztes Jahr haben die Leute sich nicht so hoch gebettelt, dass sie bis zum 14. Fass gesprungen sind und Alex hat letztes Jahr mit 14 Fässern gewonnen. Und obwohl er schon mit 12 Fässern dieses Jahr gewonnen hatte, wollte er trotzdem zwei mehr haben. Ihm ging es nicht um die Kohle bei der ganzen Sache. Sonst hätte er einfach mit den 12 Fässern aufhören können. Ihm ging es auch nicht um Ego-Gründe. Sondern er hat diese Stimmung genutzt, die dort ist, die aufgeladene Energie dort ist. Die hat er genutzt, um möglichst sein eigenes Level noch weiter zu pushen. Und Alex wollte trotzdem noch ein Fass mehr springen. Das 15. Fass. Und dann kam das 15. Fass, er ist angepusht und los und ist gesprungen und hat es nicht geschafft. Und er hat dann abgebrochen und gesagt so, nee, 14 Fässer, das ist jetzt genug heute für mich, das passt. Und das nächste, was er danach gesagt hat, nächstes Jahr komme ich wieder und dann springe ich das 15. Fass. Und das fasziniert mich, wenn man Leidenschaft und Liebe einbringt, dann kann man eine Energie freisetzen, um Dinge umzusetzen, die man sich vorher so nicht vorstellen konnte. Ein neues Deck für mich fertig machen, ist immer eine kleine Zeremonie. Ich mag es, die Verpackung aufschneiden, das Board erstmal rausholen, ein bisschen angucken, wow, geil, schon kommt die erste Vorfreude auf die neue Planke. Dann das Grip Tape fertig machen, klebt es drauf, verteilt es ordentlich und dann eine Cutter wird angesetzt und dann kommt schon dieses erste schöne Geräusch. Vorne um den Nose rum. Ich mache gerne Sticker unter meinem Board von irgendwelchen Marken, die ich gut finde oder Organisationen oder Projekte, die ich unterstütze. Und damit individualisiere ich mir das. Kurz die Löcher durchs Grip Tape gesteckt, um dann die Achse mit den Schrauben dran zu packen. Festziehen und dann das erste Mal das Board auf den Boden und ab geht's. Ich finde es super faszinierend, was so in so einer Skateboard-Session passiert. Man trifft sich mit anderen Skateboardern, also fährt zusammen und irgendwann fängt er an, so eine Session
ein bisschen Feuer zu bekommen. Man ist auf einmal mittendrin, man konzentriert sich auf das Skaten, alle sind im Hier und Jetzt. Und man merkt dann, an welchen Tricks die anderen gerade arbeiten und wie die sich gerade weiterentwickeln. Man fängt automatisch an, sich gegenseitig zu unterstützen. Wenn einer einen Trick nicht gestanden hat, dann kommt so, ey, komm, next try, geh noch mal ran, probier's noch mal. Und selber wird man aber auch dadurch motiviert, weil man merkt, dass die anderen ihr Bestes geben und dass sie sich weiterentwickeln wollen. Und dadurch kommt der eigene Antrieb, wird noch mal viel mehr motiviert, um vorwärts zu gehen und um sein eigenes Limit weiterzubringen. Und gleichzeitig hat man einfach eine gute Zeit. Um einen neuen Trick zu lernen, braucht man manchmal eine Menge Zeit, Geduld und Durchhaltevermögen. Das kann manchmal an einem Tag sein, meistens dauert es aber Tage oder Wochen oder sogar ein Jahr, um einen neuen Trick zu lernen. Was wichtig ist, dass man dranbleibt. Wenn man diesen Trick wirklich lernen möchte, dann muss man einfach weiter üben, üben, ihn versuchen und rangehen. Am besten in einer Session mit Freunden. Und dann wird man den lernen. Man guckt gemeinsam, lernt man jetzt einen neuen Trick und wird die Session ganz hoch und an welcher Stelle skatet man genau. Das passiert alles spontan. Und genauso läuft das eigentlich ab, wenn ich mit meinem Sohn da unterwegs bin. Manchmal fahren wir nur auf dem Po, auf dem Boards durch die Gegend. Manchmal versuchen wir im Stehen ein bisschen zu fahren. Oder wir missbrauchen die Quarter als kleine Rutsche und rutschen runter. Ja, und wenn mein Sohn dann auch keinen Bock mehr aufs Skaten hat, dann gehen wir halt nebenan auf den Spielplatz und machen da weiter. Weil eigentlich ist es alles nur ein großes Spiel. Mir ist es wichtig, dass ich meinen Kindern auch offen halte, für was sie sich interessieren. Und das betrifft für mich auch Skateboarding. Klar nehme ich meine Kinder mit zum Skatepark, weil ich da sowieso dauernd bin, aber die müssen da nicht skaten. Und wenn die älter sind und dann auch gar keinen Bock mehr haben mitzukommen, dann brauchen die auch nicht mitkommen. Dann gehe ich auch gerne mit denen woanders hin und lass mein Skaten da zwischendurch mal sein. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit meiner Familie. Das Lächeln von Kindern ist einfach so ehrlich. Da kommt einfach wirklich genau das raus, wie gerade die innere Stimmung ist. Und von Kindern können wir lernen, unsere Emotionen auch einfach mal zuzulassen. Ich finde es wichtig, dass wir uns immer mal wieder daran erinnern, dass wir auch wirklich unsere Gefühle rauslassen und dass wir auch unsere Leidenschaft rauslassen und nicht uns alle hinter unseren schönen Barrikaden verstecken. Und ich möchte mit Leidenschaft dabei sein, das unternehmerische Schaffen, mein Skaten und die Familie unter einen Hut zu bekommen. Von meiner Oma habe ich gelernt, dass man bis ins hohe Alter seiner Mission und seiner Aufgabe treu bleiben kann. Und irgendwann ist meine Oma dann 100 Jahre alt geworden und ein paar Monate danach verstorben. Es hat mich total mitgenommen und hat eine Zeit gebraucht, bis ich das überhaupt verarbeitet habe. Aber ich habe daraus lernen können und nochmal festgestellt, es ist wichtig, dass wir im Hier und Jetzt präsent leben. Und wir können auch bis ins hohe Alter noch unserer Mission treu bleiben. Ich hätte mir so sehr für sie gewünscht, dass sie die Geburt meines Sohnes noch miterleben hätte können. Der ganze Prozess, um eigene Skateboardrampen zu bauen, ist ziemlich lang und erfordert sehr viel harte Arbeit. Und es ist schön, eine Gruppe an Menschen zusammenzubringen, die das gleiche Interesse haben und alle Leidenschaft und Energie mit reinbringen. Du schleppst Betonsäcke durch die Gegend, knallst den Beton da rein, ein bisschen Wasser dazu und auf einmal wird aus dem trockenen Pulver eine Knetmasse, mit der man arbeiten kann. Zur Vorbereitung der Rampen
nehmen wir erstmal Holz und schneiden dort die Seiten aus, damit man schon mal grob weiß, wo welche Rampen entstehen. Und dann füllen wir das Ganze mit Steinen oder mit Dreck oder mit irgendeinem Müll, der noch rumliegt, und verwenden den dann als Füllung. Das Ganze erhält dann eine Stahlbewehrung. Dann bereiten wir Beton auf. Jetzt müssen wir schnell arbeiten, weil der Beton härtet irgendwann aus. Erstmal da reinknallen, dann muss alles schnell gehen. Und wenn wir wollen, dass die Oberfläche der Rampe vernünftig wird, dann müssen wir jetzt Gas geben. Und als erstes wird der Beton grob glatt gezogen, dass er schon mal grob in die Form der Rampe kommt. Und als nächstes wird er dann mit einem feineren Brett bearbeitet, dass er ein bisschen smoother wird. Und ganz am Ende kommen dann unsere Kellen, mit denen wir die Oberfläche dann immer glatter und glatter verarbeiten, indem wir noch den feinen Zement richtig aus dem groben Beton an die Oberfläche holen und dann verreiben. Und bei einem richtig guten Ergebnis hast du dann ein Babypopo. Du gehst da rüber und hast eine ganz glatte Oberfläche. Nach einem Tag ist das Ganze schon so hart, dass man eigentlich schon drauf laufen kann. Man sollte schon eine Woche warten, aber so ganz leicht rüberrollen kann man dann schon am nächsten Tag mal. Es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, Rampen zu skaten, die man selber gebaut hat. Der Schweiß, der bei der Arbeit an den Start kommt, das ist richtig anstrengend. Das ist körperliche, anstrengende Arbeit. Du hast Muskelkater am nächsten Tag. Und weil du am nächsten Tag weiterbaust, arbeitest du quasi in den Muskelkater wieder rein. Das heißt, du bist tagelang hintereinander immer nur bam, amalochen. Du merkst richtig, wow, da ist Energie und oh, das ist also mein Körper, denn da kann ich ihn fühlen. Du musst eine Menge Kraft investieren, um dann ein gutes Ergebnis zu bekommen. Aber es lohnt sich. Durch den Bau solcher Rampen hinterlassen wir auch einen Mehrwert für die ganze Szene. Wir bauen solche Rampen ja nicht nur für uns, damit wir die selber skaten können, sondern wir bauen die für alle Skateboarder. Häufig bauen wir solche Rampen an irgendwelchen verlassenen Orten. Irgendwelche uralten städtischen Gelände, die sowieso nicht mehr genutzt werden. Oder irgendwelche Privatflächen, wo keiner mehr nachkräht. Und geben diesen Orten eine neue Bedeutung. Wir machen das, um für alle Skateboarder dort was zu hinterlassen. Wenn wir zum Beispiel nach Nizza fahren, in ein ganz anderes Land und dort Rampen bauen, dann wissen wir schaffen einen Mehrwert für die lokale Szene dort vor Ort. Und wir hoffen natürlich darauf, dass auch die Szene da vor Ort noch weiter an diesen Projekten arbeitet und das Ganze noch weiter in die Zukunft führt. Es gibt auch Fälle, wo schon längst vor Ort Dinge gebaut wurden. Und dann sind wir einfach super froh, dass wir uns einbringen können und helfen können, dort noch mehr rauszuschaffen und das Ganze weiter vorwärts zu bringen. Wir gehen auch gerne bei vorhandenen Projekten mit rein und helfen. Skateboarder sehen Chancen und ergreifen diese auch. Wo vorher einfach tristes Gelände ist, blüht neues Leben auf und Liebe wird reingebracht. Ein toter Ort erhält Seele. Genau wie bei Skateboarding ist es auch wichtig, im Unternehmen oder auch der Familie mal Dinge anders zu machen. Rebellisch zu sein, seinen eigenen Weg gehen.